Schönen guten Tag, da wären wir wieder beim weiteren Teil von Soleil und ich muss schnell machen. Weil meine Luft ist ausgegangen. Und natürlich klugerweise jetzt, wo ich ganz viel Energie verloren habe, steht anscheinend ein weiterer Bosskampf an. Mal gucken, was... okay, gut. Ich vergebe keinem, der dieses ruhige und friedliche Meer mit Blutvergießen und Massakern trübt. Hatte ich abgespeichert? Ich hatte vorher ja abgespeichert, ne? Obwohl, ne, Blutvergießen und Massakern. Ist bestimmt wieder so ein Trickboss oder so, ne? Wo ich dann, nicht... Tipp. Oder? Okay, ich schmeiß ihn einmal ran. Du magst also Schlachten so sehr. Nun, hier ist mein Plan. Ich werde etwas schaffen, das dir sehr am Herzen liegt. Sieh genau hin. Mutter Flopsy, wo bin ich? Was? Ich kann mich nicht bewegen. Hier ist deine Mutter. Nun beginne ich mit der Schlacht, so wie du es gewünscht hast. Doch mein Angriff geht in alle Richtungen. Er kann deine Mutter erwischen. Was? Mach dir keine Sorge, kämpfe nur. Mein Leben ist nichts. Sei aber mit deinem vorsichtig und gib dein Bestes. Alter, das ist ja der Wahnsinn hier. Ah. Okay, ich muss die Dinger wieder zurückschleudern. Okay. Scheiße. Ich darf selber... Okay, ich glaube, das werde ich gleich nochmal angehen müssen. Oh. Flopsy. Zeig deine Power, Flopsy Gambatte. Drei noch, scheiße. Oh. Wieso ist er da durchgegangen? Okay, zwei noch. Oh, das war super knapp. Okay, so sinnlos werde ich niemals sterben. Du hast gut daran getan, das Leben deiner Mutter zu schützen. Wenn du der Typ wärst, der seine Mutter im Stich lässt, hätte ich dich tatsächlich umgebracht. Aber dies ist nicht wirklich deine Mutter, es ist ein Bild deines Herzens. Mensch, du hast viele Freunde. Es kommt daher, dass du so ausdauernd bist. Ich bin Leviathan des ungeheuren Tiefsee, obgleich ich hier lebe. Interessant, was sich da abspielt. Menschliche Wesen. Es ist Zeit meiner Reise zu Leviathan. Schließt sich der Gruppe an. Sehr schön. Okay. Energie-Upgrade. Gibt es. Gesundheitspunktestand hat sich erhöht von Flopsy. Ich krieg wieder volle Energie. Ich habe fast schon zwei Apfelcontainer. Leviathan hat sich uns angeschlossen und was ist seine Kraft? Mit mir kannst du schneller dein Schwert schwingen. Oh. Oh, das ist ja toll. Wum. So, hier rauf. Ich glaube dann, wenn ich es dann durch habe, dann waren es auch nochmal genug für die nächsten 20 Jahre. Wir treffen uns dann in Gregors Altersheim Gyros dann wieder. Scheiße, geradeaus, nicht nach oben. So, schon besser, das war's. Kaluka, damit wären wir raus aus dem Schloss. Gerade hat sich der Leviathan uns angeschlossen. Wir schwimmen zurück mit unserem Loch Ness-Dinosaurier aus Schloss Eisig wieder weg. Dem Wurzeltempel, ja, aus, genau, Wurzeltempel, Schloss Eisig. Und was war es genau? Wir sollten zum Turm von Babel, weil wir haben jetzt diesen speziellen Samen, der uns eine Ranke wachsen lassen wird. Und jetzt, ich habe super schnelle Schwingbewegungen dank Leviathan. Ich speichere einmal ab. Sicher ist sicher. Okay, und bevor... Ah, Flopsy. Oh, das meinte ich vorhin. Flopsy, es ist Zeit, dass ich mich in einen Kokon einspinne. Schloss Eisig war kalt, das habe ich ertragen, doch ich bin erschöpft. Es war schön, mit dir zusammen zu sein. Das ist das letzte Mal, dass wir Raupi sehen. Sehen, er hat sich, oder sie hat sich hier in ihren Kokon außen am Turm von Babel versammelt und es wird jetzt einige Zeit lang dauern, bevor wir
Darüber können wir immer noch nicht reden, bevor wir die Möglichkeit haben mit Raupi. Oh. Der ist ja außer Betrieb. Expresslift außer Betrieb. Scheiße, jetzt. Ach, danke. Jetzt darf ich den Tower von Babel so als Dungeon dann durchmachen. Ich frage mich, wenn ich die Sprache der Menschen nicht spreche, wie kann ich die Schilder denn noch lesen? Ist das nicht. Geht das nicht einher? Okay, okay. Gut. Ich sehe, was ich machen muss. Mit dem schnellen Schwert ist es ganz schön cool. Okay, das war falsch. So rum. Und so rum. Warum leicht, wenn es auch schwer geht? Okay. Okay, das war nicht so klug. Okay, noch einer und aufpassen. Okay, lieber mit ein bisschen Abstand. Dann können wir noch agieren. Um die Ecke springen und hoch. Okay, ich muss die auf einmal treffen. Okay, rüberspringen kann ich auch nicht. Schade. Okay, was? Aber ich hatte die gerade doch eben. Okay, ja. Okay, das ist es, ja. Besonders clever stelle ich mich gerade nicht an. Okay. Das aber, ja. Okay, irgendwie habe ich es geschafft. Alter, okay, so klug ist es nicht. Alter, wo kam denn der her? Der hatte sich versteckt. Ich sag einfach nichts. Okay, die beiden scheinen identisch zu sein. Ich halte mal Ausschau nach einem Block, der unterschiedliche. Ah, da. Ich sehe. Ha, okay. Gut, das war ein bisschen leichter. Jeder Raum ein kleines Puzzle. Okay. Oh, ich glaube, ich verstehe auch hier. Ich muss. Einen von den roten zumindest. Nach oben durchziehen. Um ihn dann explodieren zu lassen. So.
Aha, okay. Nee, der muss erstmal runter, sonst kann ich ihn nicht zur Seite drücken. Und dann wird es nichts werden. So, eins, zwei, noch einer hoch. Jetzt einer seitlich. Und jetzt ganz nach oben. Jetzt kaputt machen. Und durch. Okay. Hoffen wir das Beste. Irgendwie. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich hier ein Zeitlimit habe. Ich glaube schon. So. Wahrscheinlich wird das wieder von vorne anfangen müssen. Ah, okay. Bisschen ein Champ im Schieberätsel-Loren. Deshalb mache ich das einfach mal. Sokobahnmeister Deluxe. Oh. Okay. Wir haben Samen geholt aus Schloss Frisia und werden die jetzt hier platzieren. Flopsy hat einen Samen von einer Riesenpflanze gesät. Oh, und das ging relativ fix, muss ich sagen. Klettern wir rauf. Ich hoffe, das wird wieder nicht so ein Ranken gelöt. Oh, jetzt geht's aber schön ordentlich nach oben, ne? Ja, so weit kannst du Gott hier eigentlich nicht sein. Und wir sind auf Wolken. Abspeichern. Speichern ist immer gut. Oh, okay. Ah, ich kann hier rüberspringen, ne? Oh. Und ich bin im Himmel gelandet, bei Engeln. Hallo, meine Freunde. Okay, Entschuldigung. Ich muss jetzt aber sehr lachen. Hier ist der Hippie-Engel, der Gitarre spielt. Hier ist ein klassischer Engel. Und hier ist der Tünchen-Engel. Hallo. Jeder kann sich hier verständigen. Tiere oder Menschen, wir alle benutzen die gleiche Sprache. Ah, das ist sehr interessant. Der Turm von Babel, der dazu geführt hat, dass die Menschen nicht mehr untereinander sprechen können. Im Himmel. Im heiligen Himmel. Und sind wir, oh, ich habe zu lange gelegt. Es gibt mehr schwere Zeiten als gute. Im heiligen Himmel kann jeder miteinander reden. Und auch, das finde ich auch eine sehr, ich glaube, das habe ich auf Mega Drive damals auch probiert, über jede Blume, über die man rübergeht, die beginnt an sich, oder die fängt an sich zu bewegen. Ja. Und ich glaube, ich habe auf dem Mega Drive damals, als ich das erste Mal gespielt habe, versucht, jede einzelne dieser Blumen zu erwischen. Ich werde das jetzt nicht machen, es sei denn, es ist deine Aufgabe, die man erfüllen muss. Aber ja, wir befinden uns hier im heiligen Himmel. Ein Name, das ist nur ein Etikett, etwas Überflüssiges. Ja, so siehst du auch aus. Und das ist, obwohl ich hier bin, erwartet meine Frau, dass ich ins außerordentlich gefährliche Daliental zurückkehre. Das Leben steckt voller Ironie. Gäbe es keinen Kampf, könnte die Familie glücklich zusammenleben. Noch ein Hühnchen anscheinend. Hier gehen wohl die Hühnchen hin, die dann gegessen wurden. Die Blumen lieben dich. Sie beginnen fröhlich zu tanzen, wenn du vorübergehst. Wenn du alle berührst, haben wir hier eine sehr heitere Atmosphäre. Oh nein. Oh nein. Ich habe es geahnt. Es gab einen Grund, warum ich sie alle berührt habe. Okay. Let's do this. Sega hat's drauf. Oh, wie wunderbar. Ich habe noch nie Blumen so fröhlich tanzen gesehen. Du musst ein guter Mensch sein. Für deine Güte gebe ich dir einen Apfel des Lebens. Immerhin, ich wurde entlohnt mit einem Herzl-Container.
Ach, das ist schön. Das ist schön, das ist schön. Gut. Oh, ich habe ein bisschen die Zeit aus dem Auge verloren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo wir im Moment gerade sind, aber wir schauen uns dann eben von mir aus noch die Himmelssequenz hier kurz an. Und ich will mit den Stinktieren nochmal reden. Mit dem Hühnchen da draußen. Okay. Warum kein Feder, der unter Liebe lebt? Das kann ich nicht verstehen. Ich verstehe deinen Satzbau auch nicht. Was ist denn unter Liebe leben? Meinen die unter Tage leben? Oder unter den Wolken? Ich bin sehr gespannt, wenn ich das hier nachher zusammenschneide. Moment, erstmal, ich kann mich hier entspannen. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich Geschichte werde, weil du schon Geschichte bist, du alte Saftnase. Oh. Ups, scheiße. Nochmal. Ein Geldsack. Ich bin sehr gespannt, weil je nachdem, was für einen Namen ich mir aussuche, ich muss ja noch mir ein Intro dann überlegen, ne, und dann im besten Fall noch einige Leute haben mir angeboten, schönes Artwork zu designen. Also mal sehen, wie diese Rubrik dann am Ende aussehen wird. Plus, ich überlege mir dann Untertitel für jede Episode, weil ich habe schon gesagt, das mache ich ja auch beim Gaming Gyros. Das gehört ja dazu, dass man zumindest, okay, was ist das? Dass man zumindest das alles noch mal ein bisschen personalisiert. Okay. Ah, okay, die können mir nicht schaden, aber sie können mich runterwerfen, sodass mir geschadet wird. Okay, und wir befinden uns jetzt hier auf dem Tempel. Oh, jetzt bräuchte das Ding von Zelda, wirklich. Alter, das nervt jetzt. Okay, dann lass uns die Bienen nochmal erledigen. Und dann beenden wir diesen Teil, weil ich jetzt wirklich die Zeit aus dem Auge verloren habe. Oh, die sind weggeflogen. Okay, gut. Wir befinden uns im schönen Himmel, haben OCD-mäßig die Blumen alle berührt und bedatscht. Und ich würde sagen, für heute reicht es. Ich war der Gregor. Ich bin es immer noch, aber ich war der Gregor für diesen Part hier als Kommentator, Moderator und Vorspieler. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage bis dennsen, hellas, bye bye und Chapeau. Bis dann.